Kunst hat viele Facetten. Zum einen findet sie Ausdruck in Gemälden, Bildern und Skulpturen. Andererseits begegnet sie einem auch in der Literatur. Eine Kombination aus beiden gab es jetzt in der Klostervilla in Adelberg. In der Lesung Begegnungen mit Kunst berichtet der bildende Künstler Ulrich Klieber über seine Begegnungen mit Britta Ischka, der Kuratorin der Klostervilla. Denn ihre Kunstwerke sind im Moment noch im Rahmen der Ausstellung Phänomenüberwachung ausgestellt. Der bevorstehende runde Geburtstag der Künstlerin war Anlass für die Lesung. Wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? In der Klostervilla in Adelberg. Ich auf dem täglichen Weg ins Atelier, eine alte Dachwohnung ganz oben. Sie beschäftigt mit Ausstellungsaufbauten ganz unten. Die Begrüßung meist kurz, freundlich, sachlich. Einmal habe ich selbst dort ausgestellt. 3 Tage gemeinsamer Aufbau, da lernt man sich richtig kennen. Ulrich Klieber liest aus seinen bisher unveröffentlichten Manuskripten. Trotz ständiger Auslandsaufenthalte in Asien und einer Professur in Halle bleibt unser Landkreis immer eine zentrale Anlaufstelle für den Künstler. Denn hier hat Ulrich Klieber ein Atelier direkt unterm Dach. Ich bin ja Göppinger, bin in Göppingen geboren, bin in Göppingen in die Schule gegangen, habe auch sehr viele Jahre in Adelberg im Dorf gelebt und habe seit dieser Zeit dieses Atelier. Und streckenweise war das dann eigentlich ein Überbleibsel, wenn Sie so wollen, oder eine Übernachtungsmöglichkeit. Und inzwischen schätze ich und arbeite ich wieder hier sehr, sehr intensiv. Mein Hausberg, sagt sie, er ist nicht der rührende Hirsch. Und ich würde ihn nicht malen, wenn ich ihn nicht täglich, jeden Tag sehen würde. Und natürlich war mir jetzt klar, warum die Silhouette des Hohen Staufen auf so vielen Bildern zu sehen war. Er ist einfach da. Morgens, mittags, abends, nachts, immer. Immer zentral da. Charmant, scharf beobachtet, international pointiert und skizzenhaft zugleich. Das Schreiben ist für den gebürtigen Göppinger mindestens genauso wichtig wie das Malen. Ich habe so einen Stenno-Stil und kurze, abgehackte, rhythmische Sätze. Und so hat sich das entwickelt und so läuft eigentlich beides parallel nebeneinander her. Das Malen und das Schreiben, manchmal mehr das Schreiben, manchmal sehr viel mehr das Schreiben und manchmal sehr viel mehr das Malen. Im Anschluss an die Lesung gibt es noch die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch mit dem Künstler. Die Ausstellung Phänomenüberwachung von Britta Ischka ist noch bis zum 19. April in der Klostervilla Adelberg zu bestaunen. Die Türen sind freitags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.